Lockdown lautet und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Stocksel. Wir haben vor einiger Zeit hier diesen tollen Briefkasten von der Rosemary gekriegt. Wir müssen nur noch ihr Haus hier so ein bisschen hinzimmern, würde ich sagen. Und dann zieht die Gute hier ein. Mit anderen Worten, das machen wir heute. Wir brauchen natürlich ein Dach, wir brauchen ein Bett, zwei Türen. Ja, das ist relativ viel, was wir da brauchen. Das können wir mal anlassen, hier die Regionsanzeige. Dann zeigt er uns nämlich an, wo das alles rein muss. Das ist verdammt viel. Und zwar Bett, Tür, Tisch, Lampe. Bett, Tür, Tisch, Lampe, Kleiderschrank. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. Bett, Tür, Tisch, Lampe, Kleiderschrank. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. Ne? Dürfen wir nicht vergessen, dass wir ein Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe brauchen. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. Ne? Ball. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. Das bestelle ich mal hier. Also Bett. Sie zieht ja allein ein. Dann nehmen wir ein Einzelbett. Achso, ich bestelle auch noch hier nebenbei ein bisschen was für mein Grundstück und den Brunnen. Das erkläre ich gleich nochmal. Dann brauchen wir eine Tür. Die Rosemary, die kriegt eine pinke Tür. So, Bett, Tür, Tisch. Hat man gesagt Tisch? Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. Also Tür brauchen wir auf jeden Fall zwei. Deswegen machen wir die einmal weg. Obwohl, ne, einmal pink und innen drin kann es ja einfach so eine schlichte sein. Tür, Tisch, Kleiderschrank, genau. Kleiderschrank haben wir hier. Brauchen wir auch zweimal. Und Lampe, da kriegt sie ein paar mehr, damit wir auch was sehen in dem Haus, wenn wir da mal reingehen. Du kriegst sie, ja, was kriegt sie denn? Kriegt mal hier einmal so eine Lampe, so einen Ball und für die Decke, da nehmen wir, was nehmen wir da denn? Deckenlampe, da haben wir nicht so viele. Nehmen wir einfach mal dreimal die. Dreimal die. Dann haben wir nichts mehr frei, um zu bestellen. Aber dann gehen wir jetzt nochmal dahin. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe haben wir jetzt. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch nichts vergessen. So, dann erzähle ich euch gleich noch, wofür ich den Brunnen überhaupt brauche. So. Bett, Tür, Tisch, Kleiderschrank, Lampe. 2, 2, 2, 1, 1. Jawohl. Zwei Stuhl. Stuhl, Kleiderschrank, Tresen. Das Sofa kriegen wir, glaube ich, hin. Stuhl, Sofa, Badewanne, würde ich sagen. Stuhl, Sofa, Badewanne. Kriegen wir, glaube ich, so hin. Stuhl, Sofa, Badewanne. Stuhl, Sofa, Badewanne. Stuhl, Sofa, eine Badewanne. Da müssen wir hier hinten hin. Wahrscheinlich. Dann haben wir hier irgendwo ein Sofa? Was ist das? Nein. Echt jetzt? Okay. Dann gucken wir nochmal im Laden. Ansonsten müssen wir das Ganze einfach bestellen. Stuhl, Sofa, Badewanne, ja. Ja, gut. Dann müssen wir das wohl alles auch bestellen. Haben wir nämlich nicht hier. Das ist schade. Nö. Merkwürdig, aber schade. Und wofür ich den Brunnen brauche, das seht ihr hier. Ich habe den nämlich außerdem abgerissen. Weil das dieser spezielle Halloween-Brunnen dann war. Und habe gedacht, ja, du reißt den mal ab, verkaufst den. Und guckst mal, was passiert. Und folgendes passiert. Mach das nicht, denn ansonsten regeneriert sich dieser Platz nicht. Und er bleibt beim Halloween-Event. Und ja, das ist relativ doof. Hätte man sich fast denken können, aber ich habe ja natürlich nicht dran gedacht. Aber gut, habe ich irgendwas zu verkaufen gerade dabei?
Ihr habt eine Sonnenblume dabei, die kann ich eigentlich mal hier draufpacken. Die bringt immerhin 54, das ist ja auch ein bisschen was, ne? Ich habe sogar schon eine Tür im Inventar. Mensch, guck dir das einer an. Aber eigentlich kann ich ja selber von mir noch ein paar Sachen mitnehmen, weil ein paar Stühle habe ich ja auch. So ist das ja nicht. Dann gehen wir mal hier zu mir nach Hause. Zack, hier sind nämlich noch ein paar Stühle drin. Stühle. Ich kann mir vorstellen, dass die auch Fenster haben will. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Also, man weiß ja nie, ne? Nehmen einfach mal die Fenster auch noch mit. Ist ja noch genug Platz? Ja, habe ich noch. Okay, dann kann ich euch zeigen, was ich noch so Neues gemacht habe in der Zeit. Ich habe hier eine kleine Abstellkammer gebaut mit einem schönen Neonstrahler. Boah, viel ist hier noch nicht. Ein bisschen was geschnitten habe ich schon, weil ich hier ein paar Sachen gekocht habe. Einen Stuhl kann ich kochen. Cool. Dann zeige ich euch oben noch mal ein bisschen was, was ich hier habe. Ist ja vielleicht auch nicht so uninteressant, dass ich jetzt ein Aquarium habe. Jawohl. Einfügbar per Mod. Auch sehr cool. Finde ich echt cool, die Mod. Dann habe ich hier so einen kleinen Space Invader, Alien, Pokal natürlich über Kamin. Pokéball, Minecraft Schwert. Fernseher ist jetzt auch am Start. Couchtisch. Also habe hier so ein bisschen was gemacht. Ja, hier ist noch nichts großartig neu. Also ich werde hier noch ein bisschen basteln, so nebenbei. Aber nur noch, weil wir ja jetzt ein bisschen was in der Stadt machen wollen, beziehungsweise auf unserem Grundstück auch. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Folge halbwegs alle Sachen kriegen. Achso, ich wollte auch eigentlich schlafen gehen, damit die Zeit jetzt ein bisschen schneller rumgeht. Damit wir die Rosemary einziehen lassen können. Denn diese Quest hindert irgendwie die anderen Dorfbewohner daran, mir... ja, Quest zu geben. Das ist schon schade. Es schneit. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Goldener Salatsamen. Ja, geil. Läuft. Hier ist übrigens ein bisschen Kohl angepflanzt. Also, falls ihr euch fragt, was das ist. Kohl. Nicht Helmut Kohl, aber Kohl. So. Und ich stelle jetzt einfach mal alles, was wir brauchen, auf dieses Grundstück. Einfach erstmal provisorisch. So. Hatte ich nicht gerade zwei Stühle? Okay. Na, ja, wohl nicht. Bett, Tür. Weil so sehe ich dann halt, ob was ich noch brauche und was nicht und so weiter, ne? East your claw. So, Kleiderschrank. Darf natürlich nicht fehlen. Lampe. Tisch. Was war noch für sie? Eine von den Türen. Ich glaube, die kann ich so gar nicht anbauen. Leider nicht. Aber ich kann die, glaube ich, hier hinstellen. Muss ja auch als Lampe zählen eigentlich. So, die Tür haben wir. So, gucken wir mal. Bett, Tür, Tisch, Lampe, Kleiderschrank. Das haben wir fertig. Wunderbar. Dann kümmern wir uns jetzt mal um Sachen wie Toilette, Küchenspüle, Sofa, Tresen, ja, ne? Zwei Stuhl, eins zu wenig. Ja. Wahnsinn. Also ein Stuhl, Sofa, Spüle, Toilette und so, Waschbecken. Gucken wir mal. Ja, sowas ist mir ein bisschen zu teuer. Das ist ja noch teurer. Hm. Bin jetzt nicht begeistert, muss ich sagen. Guck mal, was der live in seinem Laden so im Angebot hat. Vielleicht ein bisschen bessere Sachen oder ein bisschen günstigere Sachen. Wer weiß, wer weiß. Hier haben wir schon mal die einfache modische Küchenspüle. Die brauchten wir ja. Dann haben wir daneben eine Fackel.
Ja, das war auch schon alles, was wir hier irgendwie haben. Was haben wir hier noch? Ja, ist die Küchenspüle schon wieder. Das ist so fast das gleiche, was da drin ist. Das ist auch Quatsch. Backstation, die kann ich für mich nochmal mitnehmen eigentlich. Aber dazu später. Ja gut, was ist das? Eine Schreibtischuhr. Ah ja. Natürlich. Das ist eine Schreibtischuhre. So, Rosemary hat ein schönes Haus, finde ich. Die kann hier sofort einziehen. So. Ein Stuhl, ein Kühlschrank, zwei Tresen. Also Stuhl, Kühlschrank, Tresen, Sofa, Badewanne. Cool. Cool, ja. Stuhl, Kühlschrank, Tresen, Sofa, Badewanne. Stuhl, Kühlschrank, Sofa, Tresen, Badewanne. Stuhl, Kühlschrank, Sofa, Tresen, Badewanne. Stuhl, Kühlschrank, Sofa, Tresen, Badewanne. Stuhl, Kühlschrank, Ria. Stuhl, Kühlschrank, Sofa, Tresen. Stuhl, Kühlschrank, Sofa, Tresen, Badewanne. Stuhl, Kühlschrank. Alter. Noch eine Lampe. Stuhl. Kühlschrank. Sofa. Tresen. Tresen. Ey. Badewanne. Toilette, Waschbecken. Und ich glaube, fast das war's auch schon. Hier beim Tresen, da machen wir das noch mal ein bisschen anders. Oder so ein bisschen sparen hier. Ich glaube, das ist gemeint. So. Jetzt gucken wir noch mal, was uns noch fehlt. Jetzt gucken wir noch mal dahin. Hallo Ria. Alles klar. Storchsel, Storchsel, Storchsel. So, ja, Dach fehlt uns auf jeden Fall natürlich auch noch, klar. Ja, das sollen wir zum Schluss vielleicht haben. Stuhl haben wir, Kühlschrank haben wir, Tresen haben wir, Sofa haben wir, Badewanne haben wir, Waschbecken haben wir, Toilette haben wir. Jawohl, dann haben wir alles in Bestellung. Jetzt fehlen nur noch Blöcke, mit der wir das Haus überhaupt bauen. Die Rosemary, was kriegt die denn für ein Haus? Was haben wir denn noch nicht an Hausfarbe? Ja, noch nichts Pinkes. Ja, wäre doch gar nicht mal so schlecht. Knink. So knallpink. Knink. Könnte ich mir gut vorstellen für Rosemary, glaube ich. Also langsam geht mein Geld ein bisschen zur Neige wieder. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen was kochen und ein bisschen was verkaufen. Das dauert nun mal so ein bisschen lange. Tschu, aber jetzt gucken wir erstmal. So. Blöcke, Trees weg. Ich dachte an sowas hier. Oder an sowas. Aber das haben wir ja schon, deswegen so. Hier, pink. Ja, nehmen wir doch, ne? Nehmen wir den, kostet 120. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. 100 wären 2000. 100 wären 20.000. Was? Nein, 100 wären 2000. 2000, da gehen wir mal. Machen wir 300 Steine. Also bei 9000. Brauchen wir natürlich noch eine Grundfläche irgendwie. Also ein Fußboden halt. Das ist einer 30, alter Schwede. 20, schon besser. Okay. 30, ja, es ist schon 50, ja, komm, noch mehr.
9, ja, das ist doch der Parkettboden, genau, der altbekannte Parkettboden. Parkettböden. Ja, wie viel bestellen wir da? Erstmal 100. So. Dann haben wir auch unsere Bestellliste wieder mal voll. Und wir können uns ein bisschen um unser eigenes Grundstück kümmern. Das heißt, die Hunde brauchen zum Beispiel Essen. Ups, ja, und die Kühe müssen gemolken werden, genau. Deswegen nehmen wir das auch gleich mal mit. Zack, zack. Hundefutter alle. Schon wieder. So, Mabel. Viola. Nemo. Und Lucretia. Viermal Milch, perfekt. Ja, gießen brauchen wir im Winter nicht. Wenn es schneit, dann wird alles nass. Ist auch sehr schön so. Dann haben wir jetzt Milch, Milch, Milch. Achtmal schon, das ist sehr gut. Kann man die gleich in die Küche bringen. Eigentlich den Brunnen, den bringen wir schon mal in die Stadtmitte und gucken, dass sich das da wieder ein bisschen verbessert. Das wäre ja mal gar nicht so schlecht eigentlich. Es gab übrigens ein Update, welches dieses Spiel besser machen soll. Also was, ja, besser. Also größere Welten sollen möglich sein und eine bessere Sichtweite, also eine Renderdistanz. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der falsche Brunnen. Ich kann ihn ja nicht hier mittig hinstellen. Das ist der falsche. Verdammt. Na toll. Der passt ja mittig nicht hin. Der müsste ja 1, 2, 3, 4 breit sein und nicht nur 3. Er ist ja super. Ach komm. Es gibt halt zwei davon. Das ist das Problem. Na toll. Okay, dann können wir mal ein bisschen Hundefutter, wenn man hier schon isst, kaufen. Mit Shift gedrückt halten könnt ihr übrigens die zehnfache Menge kaufen. Ich kaufe immer 10 mal Hundefutter. Geht relativ gut und relativ schnell voran. Ein paar Zwiebeln könnte ich noch dabei, by the way, kaufen. Die wachsen jetzt nämlich auch. Zack, zack, zack. 90 Stück sollten reichen. Dann pflanzen wir die nämlich auch gleich an. Besser ist das. So, Rosemary kann bald einziehen. Hat auch ein schönes Haus da schon stehen. Schwupps. Achso, ja. Zwiebeln da hinten. Ach, guck mal, hier hat jemand seine Socke verloren. Mensch, eine pinke Socke. So, 90, das dauert jetzt ein bisschen, aber so lang auch wieder nicht eigentlich. Dann habe ich jetzt ein Feld für die Zwiebeln und eins für Kohl. Das ist eigentlich ganz schön gut. Ich glaube, der Kohl braucht sowieso ein paar Tage länger als die Zwiebeln. Ich glaube, Zwiebeln sind 5 Tage fertig oder 6 Tage. Und Kohl, glaube ich, 8, 7, 8, 9 Tage, irgendwie sowas in dem Dreh. Und bis dann nachwächst, dann geht es halt wieder ein bisschen, ne? Obwohl, ich weiß nicht, ob der Kohl nachwächst. Ich glaube, Kohl wächst gar nicht nach. Ja, das waren jetzt schon 90 Zwiebeln. Da könnten wir ruhig noch mehr besorgen eigentlich. Aber hey, ist egal. Ich habe ja hier auch noch ein bisschen was drin, glaube ich. Aber keine Zwiebeln. So, das läuft, genau. Die Bäume müssen wir noch nicht machen. Das hier ist übrigens ein Wood Tree, also das ist ein Baum, der soll Holz geben. Wenn das funktioniert und wir genug Geld haben, dann können wir ein paar Bäume mal kaufen und die hier hinpflanzen, wo sie auch wachsen sollen. Weil irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Leider. Ja, so würde ich das sagen. Kosten 1000 Stück, 1000 Blütenblätter das Stück. Also nicht gerade sehr günstig. Aber was muss, muss, ne?
So, bevor ich jetzt lange weiterquatsche, würde ich sagen, entweder machen wir jetzt hier einen Cut oder wir sehen uns in der nächsten Folge von Stoxel wieder. Ja, ich würde sagen, wir lassen das wirklich hierbei bei dieser Folge, weil wir haben ja relativ viel geschafft, eigentlich, und die Folge geht so lang, wir haben ja eigentlich immer was Produktives gemacht, deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge von Stoxel wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Ihr müsst nicht lange warten, keine Angst, Stoxel kommt bald wieder, geht sofort weiter, also nicht sofort, aber übermorgen hoffentlich kommt eine neue Folge von Stoxel. Bis dann, euer Teddygan und ciao.